Novena, sechster Tag, zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. O du gute himmlische Mutter von Lourdes, ich komme zu dir in meiner großen Not. Vor dir werfe ich mich nieder und rufe aus dem innersten Herzen: Maria, hilf! O Maria, hilf! Ich komme zu dir, o Immaculata, weil ich weiß, dass du mir helfen kannst. Du bist die Allmacht auf den Knien. Du bist die Mutter des Heilandes. Du kannst durch deine Liebe gebieten über das göttliche Herz Jesu. Mein Anliegen, hier kann man das Anliegen nennen. Ist wohl recht groß, aber noch viel größer ist deine Macht. O du starke Mutter, hilf mir. Doch du kannst mir nicht nur helfen, du willst mir auch helfen. Du bist die liebste, beste Mutter, die noch kein Kind verlassen hat. Aber nur wenn es Gottes Wille und zum Heile meiner Seele gereicht, nur dann sollst du mich erhören. So nimm den Vorlieb mit meinem Flehen und lasse es gelangen zum Throne der göttlichen Barmherzigkeit. Amen. Die zahlreichen Krücken, die die Dankbarkeit der Geheilten an der Grotte von Lourdes niedergelegt hat, die unzähligen Votivtafeln, die die hohen Wände der drei übereinander liegenden Kirchen bedecken, rufen mit lauter Stimme uns zu. Wir sind hier, um Maria zu preisen, das Heil der Kranken. Wenn wir die Kranken, die vertrauend zum Bilde Mariens aufblicken, fragen wollten: Was suchet ihr, Unheilbaren, hier? Die Unheilbarsten würden uns zurufen. Wir vertrauen auf die starke Mutter von Lourdes. Die schon vielen Tausenden geholfen hat, sie kann auch uns helfen, wenn es Gottes Wille ist. Maria, du mein Meeresstern, ich schaue mit vertrauendem Blicke auf zu dir. Von allen Seiten umgeben mich die stürmenden Wogen und überall ist es Nacht. Doch du zeigst mir den Weg, Maria, ich folge dir. Dein Angesicht leuchtet mir aus der Grotte von Lourdes entgegen. Dein Tugendbeispiel, dein Mahnwort, deine Mutter, Liebe, rufen mich und ich will nicht von deiner Seite weichen. Du meinst es am besten mit mir. Nur dir will ich folgen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.